für uns natürlich, klar, es ist natürlich ein, ja, eine brutale Geschichte. Wir sind gut ins Spiel reingekommen, sind in Führung gegangen. Christian Gentner im Strafraum macht das 1-0. Danach waren wir noch eine Phase ganz gut dabei. Dann wurde Mainz stärker, die Räume besser nutzen können, auch immer wieder mal einen Diagonalball eingestreut. Und einer davon hat zum 1-1 geführt, wo wir eine 1-1-Situation haben und dann in der Mitte keine Zuordnung auf Mali dann, der ja, zwischen den Innenverteidigern reinkreuzt. Ich denke, hätte man einfach etwas tiefer dann stehen müssen, hätte man die seitliche Eingabe verhindern können. Das machen wir nicht, das 1-1 hat, denke ich, dann Wirkung gezeigt. Wir hatten dann zwei Standardsituationen, wo einmal Mitch natürlich herausragend den Ball hält, einmal geht der Ball am Pfosten. Haben wir ein bisschen Glück gehabt vor der Halbzeit und ja, so wie es der Kollege beschrieben hat, so war es dann auch. Wir wollten natürlich was nach vorne investieren und mussten dann auch mit Gentner wechseln, weil es dann gar nicht mehr ging. Und dann hat uns natürlich das 1-2 sehr getroffen. Auch da wieder lassen wir die Flanke zu einfach zu. Am zweiten Pfosten ist nur Cordoba, der den Ball bekommen kann. Wir haben keine Zuordnung auf ihn und der köpft den Ball dann ins Tor. Ich denke, eine ähnliche Situation hatten wir in der ersten Halbzeit, als Lukas Rupp den Ball als Aufsätze aufs Tor bringt, bungert ihn dann wirklich, der hätte im Gegenspieler den Kopf mit Ball vor der Linie geschossen. Das sind diese Kleinigkeiten, die dann eben dann auch entscheidend sind. Da hätte man 2-0 in Führung gehen können. Der Verlauf wird anders. So eben bekommst du in der zweiten Halbzeit das 1-2 und dann haben sie uns dann wirklich ein paar Mal richtig ausgekontert und Mitch hat dann auch den einen oder anderen gehalten. Mit dem dritten Tor war es dann erledigt.